Haslev. Ja, in diesem Haus auch. Er ist letzte Woche ausgezogen. Ich war ihm zu laut. Ist mir jetzt egal, wir fahren jetzt hier durch. Ist wie Geisterbahn. Geisterbahn, Geisterbahn. Meine lieben Lieben, wir sind zurück zum Marshall Assistant. Wir gehen jetzt in Nacht 2. Wir haben Ending 1 von 5 erspielt. Schaffen wir mal noch schnell was zu essen geholt. Da man mir letztens gesagt hat, ich sollte den Mund voller nehmen, damit man mich besser versteht. Insofern liebe Grüße an Archimov, sofern ich den Namen richtig ausspreche. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich, bevor irgendeiner was sagt. Dieser Kommentar war alles andere als böse gemeint. Ganz im Gegenteil. Ich fand ihn sehr lustig, auch wenn der gute Mensch recht hat, natürlich. Ich habe immer den Mund voll. Insofern, guten Appetit. Ja, das sind die veganen, die heißen Vegan Dogs, aber das sind die veganen Würstchen im Schlafrock quasi. Ich habe auch nicht rausgefunden, welche Würstchen Lidl benutzt, weil es sind die besten veganen Würstchen von Welt. Ich habe schon alle möglichen probiert, aber es noch nicht gefunden. Wir haben einen leichten Sonnenbrand. So, wir gehen rein. Archimov und allen anderen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich freue mich auch total, dass euch das Projekt gefällt. Let's go! Ich hasse es. Eine Minute ist immer zu wenig und anderthalb zu viel. Ah. Okay, gut. Ich muss jetzt immer an dich denken. Wenn ich beim Zocken esse. Was hast du jetzt davon? Guck mal aus. So. Ich muss mir erstmal wieder an die. Genau. Wie ist denn das jetzt? Also, es heißt ja Nachtshift 2. Nachtshift 2. Also wir wissen ja, das würde, also vor allem von der Bedeutung her, wissen wir, was wir zu tun haben, ne? Wir fahren jetzt hin, machen die nächste Nachtschicht. Also wir haben jetzt keine Entscheidungsfreudigkeit, ne? Also er meinte ja, wir sollen uns entscheiden. Das ist unsere Entscheidung. Ich habe es das mal falsch übersetzt mit Chance. Nein, das ist unsere Entscheidung, was wir tun. Aber offensichtlich haben wir keine Wahl. Also entweder würden wir jetzt das Spiel starten oder eben nicht, dann haben wir uns dagegen entschieden. Ich dachte auch erst, dass das Tutorial jedes Mal kommt. Das hätte ich dann weggeschnitten. Aber anscheinend nicht. Okay. Wir wissen, was wir zu tun haben. Bin gespannt, was uns ereilt. So. Allerdings komisch, dass wir jetzt die Box wieder öffnen müssen. Ach so. Ist eine Tape Recorder drin? Okay. Es tut mir auch leid, es wird zwischen den Folgen ein bisschen mehr Zeit vergehen als sonst, da die Übersetzung extrem viel Arbeit macht. So, ich mache wieder alles auf. Ich habe jetzt bei anderen Space gesehen, die Menschen machen die Türen immer zu. Ich fühle mich irgendwie wohler, wenn sie offen sind. Die machen wir zu wegen dem Axtmörder, ne? Wen haben wir denn? Kent Garcia. Greta Henry. Das Lea. Auch leer. Also drei Körper haben wir. Und Johnson Forgen, oder wie man es ausspricht, keine Ahnung. So. Gehen wir mal schnell hier hinter. Da ist unser Dings. At least I can keep track of things. Mhm. Unser Schränkchen. Und die Tapes sind nochmal hier. Muss ich die. Ich bin gerade rein! Wann der Code? Sieben, sieben, sechs, sechs. Nicht! Oh, es gibt einen neuen. Okay. Warte mal. Da wir das ja alles jetzt schon wissen. Ach, das da unten ist kein Schubfach. Der ist wieder da. Ich wollte ein bisschen. Übrigens, meine Idee war letztens, ich zeige euch das gleich. Eine Sekunde. Das ist unser mit Full Access jetzt. Ja. Kann ich trotzdem nicht nehmen. Das ist, bleibt das gleiche. Oh, der Code ändert sich. Okay.
2931. Aber kann ich mich jetzt gleich einloggen? Das ist natürlich nicht schlecht. Ich wollte euch nämlich was zeigen. Ich hoffe, die Geräusche bleiben jetzt weg. Jetzt sind sie weg. Okay. 2931. Und zwar, dieses weiße Ding, was hier erschienen ist, das ist ja der Mimic. Ich hatte gehofft, das wäre so schön einfach gewesen. Hier sehen wir ja diese verschiedenen Geister. Unter anderem hier The Mimic. Und hier steht ja drin, The Weaker Manifestation of the House of Invidiousness. So, und das hatte ich echt gehofft, dass die Erscheinungen auf die Häuser hinweisen, dass das leichter ist. Ist es aber nicht. Und jetzt sollten wir nicht rumtrödeln. The Night Shift Database. Okay. Was soll das denn? Mach das Scheißlicht an. Ach Mist, ich hätte natürlich vielleicht die Liege mitnehmen können, aber... Okay. Jetzt wissen wir ja schon, dass das Ding... Ich dachte, auf dem Schlüsselfall ist ein Symbol. Leider nicht. Kann ihn auch nicht... I can't use that here. Nein. Okay. Haben Sie schon irgendwann mal dein Paar in die Fresse bekommen? Ich bin raus. Ah. Du siehst doof aus. Okay. Ich weiß es nicht. Wir nehmen ihn mal. Tschüss. So. Mal gucken, ob ich das jetzt schon alles schneller hinkriege, weil man ja immer das Gleiche macht. So, mein Freund. Müssen wir aufpassen, was große Dinger sind und was kleine Dinger sind. So. Ja. So, wir probieren es hier nochmal. Auch wenn das nicht funktionieren wird. Oh, es hat geklappt. Gibt es hier sowas wie Enter? Nee. Rock? Nee. Weg. Moment, eben war noch Licht aus. Jetzt ist es wieder an. Na, umso besser. Okay, wir fangen jetzt einfach an. Oh, du. Ja. Deine toten Augen. Ja, also das geht von hier nicht. Nur von der anderen Seite? Oder von... Muss ich sich das... Nee, weil ich sehe da ja was, aber... Nichts. Er hat gar nicht so viel. Da. Oh Gott. Nein. Warzen! Das sind Warzen. Ei, von hier. Ah, das war's schon. Was denn du? Ich hab dich nicht verstanden, du hast genuschelt. Nimm mal die Socke aus dem Mund oder das Essen. So. Linke Schulter. Linker Arm. Wesh. Warte, das ist jetzt eingetragen. Was ist denn das? Ach so. Rechtes Bein. Und der Name und das Alter. Okay. Whatever. Ah! Geh weg! Hau ab! Du bist einfach nur eklig. Was ist der Mimik? Weil es auch keine Geräusche macht.
So. Ach so, halt, ich hab was vergessen. Mein Zettelchen. So. Ja. Der Strich. Dann kannst du nicht klicken. Alright. Das hat keiner gesehen. Wo rennt einer rum? So, einmal McChunch. Why didn't you let me die? Was? Wen hab ich sterben lassen? Wer spricht mit mir? Ich habe niemanden sterben lassen. Das hier ist mein Job. Ich habe mit dir nichts zu tun. Warum? Okay. This is all your fault. Geh weg von mir! Bist du der Besessene? Kann ich noch nicht sagen. Er ist ja nur in ihn gefahren, um mit mir zu sprechen. Ach, er hat noch keine Zeichen. Ich kann im Moment noch nichts sagen. Momentan Formaldehyd. Okay, genau. Das muss rein. Und das andere steht da drüben. Alkohol, glaube ich, ne? Methanol. Methanol. So. Quatsch mich nicht von der Seite an. So, Moment. Die Tubes. Während es läuft. Ich muss mir die Sauerei ja nicht angucken. Nehme ich mir mal einen neuen Zettel. Dreh mal hier vorsichtig eine Runde. Ja, das ist gut. Ja. Ja. Okay, wieder dieses L. Das heißt, wir haben schon mal zwei Zeichen. Das ist schon mal super. Sehr schön. Wir müssen das alles immer halt so schnell erledigen, dass wir, wie gesagt, nicht besessen werden. Hello? Hello. Ja, ja. Rebecca? Nein. Rebecca? Mm-mm. What the? Wer auch immer das jetzt war. So. Moment, wir gehen mal. Bleibt immer höher fern. Wir gucken mal. House on in Videos, da haben wir es sogar dreimal. Das heißt, da kommen wir mit zwei Symbolen nicht weit. Und das können. Okay. Gut, das wird etwas schwieriger diesmal. Das wird diesmal etwas schwieriger. Wir brauchen definitiv ein drittes Zeichen. Och, lass mich doch in Ruhe. Ich muss ihn erst aufpumpen. Hallo? Ja. Hallo. Lass mich in Ruhe. Why are you still doing that? Weil es mein Job ist. I'm going to kill you. Nein.
wirst mich nicht töten. Du lässt mich einfach in Ruhe. So. Habe ich gerade. Okay. Wir machen es jetzt fertig. Wir machen uns jetzt keine Gedanken. Es geht schon los. Ich brauche noch ein Papier. So. Habe ich den jetzt schon befüllt? Wahrscheinlich nicht. So. Tupfen wir mal das Gesicht ab, wobei ich meins eher abtupfen müsste vom Schweiß. So. Er muss erst fertig sein, okay. La 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 la. Warum eigentlich nur das Gesicht? Right. So. Er hat sonst an so jetzt keine weiteren. Ach, wir haben es immer in der Hand. Keine weiteren Anzeichen. Er hat keine Peitschenhiebe abgekriegt oder. Die Augen sahen eben so offen aus. Oder sonst was. Wackel, 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 wackel. So, das heißt, er wird's wohl nicht sein. Auch wenn er mit uns gesprochen hat. Ja, schön. Ist mir jetzt egal, wir fahren jetzt hier durch. Ist wie Geisterbahn. Geisterbahn, Geisterbahn. Fahren mit der Geisterbahn. So. Wer speichert? Scheiße. Speichern ist immer ein schlechtes Zeichen. Okay. Geisterbahn, Geisterbahn. Auf. Auf geht's. Achso, brauchen wir nicht rotaten. Ich brauche nur auf zurückgehen. Einmal. Okay. So, wie ist das für ein blauer Fleck? Man weiß es nicht genau. Ich sehe echt viele Menschen, die sich da hier mit der Hantierung ein bisschen komisch anstellen. Die rennen wirklich von einem Abend zum nächsten, anstatt einfach einmal rumzugehen. Das ist gar keine böse Kritik, sondern es irritiert mich dann einfach nur. Warum ich manche Handgriffe 100-mal mache. Jetzt hatten wir schon die Warzen. Immer passiert mir auch manchmal. Einfach so im Eifer des Gefechts, aber so generell. There we go. Okay. Lerne ich das doch, oder? Dass ich das nicht immer wieder zurückdrehen muss oder keine Ahnung. Also, glaube ich, ne? Und zwar, aber hier. Mach. Ah! Oh Gott, ich habe nicht mehr gesehen, was es war. Ich habe nur gesehen, dass es irgendetwas war. Zeichen, genau. War hier an der Wand? Und hier vorne an der Wand. Genau, die zwei Zeichen waren es. Mehr hatten wir noch nicht. Komm, jetzt beruhig dich. Du kennst da alles doch schon. Ich weiß auch nicht, was ich dagegen tun kann, wenn ich langsam durchdrehe. Guck irgendwo anders hin. Okay, lassen wir das erstmal. Wir arbeiten erstmal weiter einfach. So. Es geht ziemlich schnell jetzt. Ich hoffe mal, dass sie es ist. Und dass ich vor allem bis dato noch dann irgendwie ein Zeichen finde. Weil mit zwei Zeichen komme ich in dieser Runde nicht weit. So, alle drei hier Terror machen. Ich glaube. Ah, nein, nein! Vielleicht kann ich. Jetzt weitermachen. Vielleicht musste ich das erst triggern. Oh Gott!
du Scheißteil! So, draußen brauche ich nicht rumrennen, weil, die Besessenen sind ja hier drin. Wo sind wir denn? Ist das wieder One Song Radio? Oh, hier gibt's Essen. Ist das unsere alte Wohnung? I'm missing something. Hatten wir eine wirklich schlimme Vergangenheit? Hallo, so! Ich bin mit Linda Biddys Platz. Dein Vater nervt total. Wir sehen uns zum Strand. Beeil dich, dann startet die Party ohne dich. Ach so. Mein Heroin-Kit. Ach du Scheiße. Ja, toll, voll der Löffel. Diese Art von Party. Mhm. Was soll ich noch mitnehmen? Toll. Was für eine Wohnung. Ist heute schon etwas sportlicher. Haben wir vergessen, die Badewanne auszuschalten. Ach, das ist das Radio. Es ist etwas... You did this to me. It's all your fault. Wer oder er hat es mir angetan? Das ist alles dein Fehler. Ist es unser Vater? Weil er meinte, dein Vater nervt ziemlich. Oder ist es unser Freund, Lebensgefährte von damals? Keine Ahnung, Kumpel. Nein, Ruhe. Hier. Ja, das war klar. Ja, ja, ich pump dich sofort auf. Muss bloß nach... Ja, 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 ja. Ball mit, ja. Wir haben's. Das können wir einsetzen. Das heißt, wenn es jetzt losgeht, halt die Klappe, sind wir gewappnet. Können wir mal bitte... Was ist denn? Ja. Was unterbrichst du mich denn? Du siehst ein bisschen zottelig aus. Nein, 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 nein. Unterbrich mich doch nicht bei meiner Arbeit, verdammt nochmal. Gott sei Dank muss ich nicht von vorne anfangen. Aber wenn hier keiner irgendwelche Anzeichen hat, ist das schwierig. Würde sich das bitte jemand auspeitschen lassen oder sonst irgendetwas... La 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 la. Alright. Wir haben bis jetzt alles richtig gemacht. Ja, das ist er. Ich kann es auch nicht anwählen. Das ist er. Ich kann noch mal ein Zettelchen nehmen, wobei ich das jetzt eigentlich nicht mehr brauche. Wäre jetzt nur die Bestätigung. So, ich muss ihn jetzt voll pumpen, ansonsten. Also die zweite Nacht ist echt definitiv härter. Hart. Lass mich in Ruhe. Nein, nein, nein! Nein, nein! Ja, 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 geh weg! Es ist alles gut. Das ist der Besessene. Wenn man so Zahnstein hat, ist man definitiv besessen. 4. Nein, nein, nein. Nein, mach das Licht an. Mach das Licht. Ah, geh weg von mir. Hast du dich jetzt dazu entschieden, dich selber zu verbrennen? Ich renne dir doch jetzt nicht hinterher, verdammte Scheiße. Ich renne jetzt nicht meinem toten Körper... Also ich meinem... Toten Körper sein.
dem To... No! I'm not going! I hate you! Please! Das Kind aus der Demo! Ist das unser Vater? Hat er uns in so eine Heilanstalt gesperrt? In der Demo wirkte es so, als wenn wir jemanden, unseren Mann, in die Psychiatrie geliefert haben. Aber es scheint ja anders zu sein. Ich bin nicht mehr. Ich will nicht mehr ohne dich. Please, just. I love you. Oh, wir können hierher gehen. Wer ist er, ihr Ihr Vater, Ihr Freund, Ihr Ehemann? Oh, buddy! Get me out of here! They're gonna kill me! Stop it! Lass mich hier raus, sie werden mich töten. Stop it! Geht weg. Antidepressant. Depressive Sachen zu und Ängste zu behandeln? Rebecca Owens, 300 Milligramm. Einen für Tag mit Essen nehmen. Okay, aber, ja klar, wir waren ja anscheinend drogenabhängig. Also, so wirkte es. High risk, okay. Ach, guck mal. Ja, hier ist kein Weg. Ich habe das nur an dem Schild da oben gesehen. Das Schild kann ich nicht aufmachen. Okay. Das kann ich auch nicht anfassen. Okay. Ein Schlüssel. High Risk. Schlüssel zum High Risk Bereich. Hoffe, dass es jetzt nicht nochmal abstürzt. Okay, das war sehr schlecht zu sehen. That's not it. Ach so. Jetzt aber. Gut, das ist jetzt eine Schattenfigur von ihm. Und tschüss. Ja, geh mal. Warum hängen wir jetzt hier, obwohl er vorhin geschrien hat? Lasst mich hier raus, lasst mich in Ruhe, fasst mich nicht an, sie werden mich töten. Also es zeigt ja jetzt, dass wir hier drin waren, in der Klapse. Dürfte aber im High-Risk-Bereich natürlich dann nicht passieren. There isn't a day I don't think about you. Memories will flash into my mind, uninvited in a moment of bliss, torn down by unimaginable guilt. Nothing they give me helps. I still have your necklace. It's one of the few things they let me keep in here. I'm not sure I can handle having it anymore, though I'm giving it to Grandma, and she visits me next. I want so badly to have the piece of you with me, but I'm afraid of it. I don't deserve it. You told me that when I was little, I would put it around your neck every morning as a way to wake up you. I guess kids just like shiny things and annoying their parents. I don't really remember it much. I remember you being annoyed with me after the 100th time. But I would give anything to put it around your neck and one last time to see you wake up. I'm sitting here holding your coin right now, wondering if I ever have one of my own. What would the point even be, even if one day I'm sitting here holding my own, no matter how many years are printed on it. I would still always have yours in my other hand, never changing, stuck forever. It would always remind me of the life I cut short while I keep going. I can't imagine it. Okay. Okay, diese Münze gehört ihrem Vater. My dad's necklace? Okay. Oh. What's that? Das ist das Zeichen der drei.
I've thought about how I'm going to write this over and over, paper after paper thrown away. Then I realized it doesn't matter. Who's going to read this? Some nurse who will shake their head and move on. Someday someone will think of me for the last time and I'll be gone like I should be. Moment after moment I've wasted. I lost you because I was selfish. I never listened and it killed you. I ruined everything all on my own, my one real accomplishment. I can't do it anymore. I can't stay here pretending I want to be better. The truth is, I've given up. I gave up the moment I killed you. I don't want to be a part of this anymore. I don't want to cause any more pain. I'm sorry, Grandma. I tried. I really did. Please, know you were everything to me. You were all I had left, and it meant the world to me. You deserve so much more than to worry about what Rebecca is doing to herself now. Life is better without me. I love you. It will be all right. Okay. You should have died when you had the chance. Wie soll ich sterben, als ich die Chance hatte? Okay, okay. So, und jetzt beeilen sich mal ein bisschen, junge Frau. Wir sind ziemlich weit. Wir sind... Nein, 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 nein. Wir verbrennen jetzt diesen Körper. Are you sure this is the right one? Ja. Nein, fass mich nicht an. Du bist eklig. Was soll denn das? Oh nee, bitte nicht. Ich hasse solche Gänge. Kannst du zurück? Ja, wahrscheinlich nicht. God has left. Ja, in diesem Haus. Auf! Er ist letzte Woche ausgezogen. Ich war ihm zu laut. Sie ist zott. Ich will auch mit um die Ecke. Hallo? Ich will auch so dünn sein. Oh, es wird immer enger. Klaus, du... Ah, du! Oh, cool. Klaustrophobie sollte man nicht haben. That's not it. Nee, geht nicht. Jetzt aber schnell. Können wir jetzt mal bitte nicht unterbrochen werden? Wenn wir das hier schaffen, was wäre das für eine coole Folge? Und für ein cooles Ending. Also gut, das Ending weiß ich noch nicht, aber es ist zumindest cool. Was bis jetzt so passiert ist. Und Dinge, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. So, wir haben ihn fertig. Jetzt nimm ihn. Ruhe da hinten. Auch wenn du eine sehr schönes und drum sehr gut bestückt bist, muss ich dich jetzt leider verbrennen. Jetzt automatisch kann ich einen Schritt zurücktreten. Ich möchte mal in der Ecke stehen, weil das Ending von der Seite haben wir ja letztens schon gesehen. Ja, ja, lach ruhig. Ich habe come on gesagt, was ist in der letzten Folge auch der Fall? Es schreit niemand. So, jetzt. Schade. Was passiert jetzt? You've come a long way. It's nice not to be the one down there for. Schön, dass ich nicht mal der Mann, der da unten liegt. Mr. Delver? Mr. Delver. I think you can just call me Raymond. Du kannst mich an diesem Punkt Raymond nennen. Do you always just pass out and wake up on the floor? Bist du öfter schon weggetreten oder auf dem Boden aufgewacht? Out of you. Es
Ich verlange dir eine Menge ab. Ich bin hier niemals normal rausgegangen. You get used to it. Du wirst dich dran gewöhnen. I'll be sure to clean the floors better. Ich bin mir sicher, ich sollte den Boden mal saubern. Will this ever end? Wird es irgendwann aufhören? I honestly don't know. Ich bin ehrlicherweise weiß ich es nicht. I've been doing this a long time, ich mache das schon so lange, Rebecca. I've traveled all over, learning everything I can. Ich bin gereist, habe versucht, alles darüber zu lernen. I've never found anything that could put a stop to it. Ich habe niemals etwas gefunden, was es zum Ende bringt. I don't think it does. Ich glaube nicht, dass es aufhört. So, we're just like this forever? Wird es für immer so sein? It was hard for me too. Es war auch für mich hart. But this is the life we get. Aber das ist das Leben, was wir bekommen haben. We have to face our worst selves. Wir müssen uns dem Bösesten generell stellen. But the better we know ourselves, aber je besser wir uns selber kennen, desto stärker werden wir. Why don't you head home? Wann gehst du nach Hause und ruhst dich aus? Who knows what's coming tonight? Niemand weiß, was heute Nacht passiert. Ein gutes oh mein Gott! Ende 2 von 5. 2 Schriften beendet, nicht einmal besessen, 2 Dämonen, 5 Körper insgesamt und 2 Körper verbrannt. War das auch 2 von 2? 2 von 5? Ja! Voll der Reihe nach. Geil. Muss ich mir echt mal selber auf die Schulter klopfen. Das war richtig gut. Ich habe nämlich wirklich schon andere Sachen gesehen. Dieses Ending habe ich aktuell bei Englischen habe ich es mir Mordjournalist noch nie angeguckt. Und bei Deutschsprachigen habe ich bis dato, bis zu meinem Punkt heute, heute ist der 21.04. Der 21.04., um Gottes Willen. Es ist 21.41 Uhr, ich bin doch schon besessen. Am 8.08. noch bei keinem deutschsprachigen YouTuber gesehen, entweder weil sie es noch nicht gespielt haben, oder weil ich eben nicht so intensiv geschaut habe, weil ich es gerade ja selber spiele. Aber direkt das zweite von 5 an wirklich zweiter Stelle, ist mir bis jetzt noch so aufgefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum dritten Teil. Wahrscheinlich kommt zwischendurch nochmal irgendwas anderes, weil, wie gesagt, die Übersetzung viel Zeit kostet. Hier ist jetzt nicht mehr ganz so viel zu übersetzen, weil ich mir die Tonbänder sparen kann. Dafür hatten wir in der Zelle etwas mehr Text. Wir sehen uns. Macht's gut, passt auf euch auf und... Bis dann.